Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Assassin's Creed Black Flag. Nicht von Syndicate, nicht von Unity, das ist bei mir alles schon durch. Ja, ich bin komisch in der Reihenfolge, aber ist mir auch eigentlich ehrlich gesagt Schnuppe. So, wir haben die Sequenz 10 angefangen und da sind die Damen und Herren ja schon. Da sind die ja schon, meine Güte. Das sind ja, oder sind das nicht unsere? Oder sind die einfach so so schnell vorwärts gegangen? Nee. Okay, nicht. Ach, um Himmels Willen, wir schießen ja nicht, doch nicht. Ich wollte doch aus dem Nichts, aber na gut. Freunde, da kommen wir hier nächsten an, ne? Ach du Scheiße, hier gibt es ja ziemlich viele. Okay, da oben ist sozusagen ein Scharfschütze. Die sind wirklich schön bekleidet, aber wieso müssen wir die auch... Ich weiß gar nicht, irgendwie ist ja ein Schatz hier, die Damen und Herren hier, den wir wachen. Wo können wir jetzt ein Feuer machen? Oder nicht dran verbrennen, das wäre schon schade. Ich frage mich eigentlich, wieso müssen wir die Damen und Herren hier umnieten, aber hat ja irgendwie so seinen Grund, ne? Oh. Hola! Oh. Die sind ja wirklich, wirklich fies. Die haben die Dingens. Schlafpfeil und Co. Oder. Das sind Fernkämpfer, ne? Das war ziemlich geil. Das war aber wirklich geil, meine Freunde. Das war exzellente Popente. Da hinten noch jemand, der kurz Hallo sagen möchte. Suchgebiet eingegrenzt. Okay. Schön, dass wir das machen können. Was ist denn los, Herr Freund? Da vorne mal irgendwie. Da oben ist auch noch so eine Art Schatz. Na, sieh mal einen an. 1 von 8 in der Long Bay. Oh, und ich frage mich auch, wo wir hier eigentlich sind. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, wir haben nur 1, 2, 3, 4. 4 Orte oder 4 Sequenzen. Nein, nicht Sequenzen. Sektoren, die wir noch nicht abgegrast haben. Da oben noch jemand, oder wie? Das machen wir dann vielleicht andermal. Oh, Hallöchen! Ich glaube, hier wird es ein bisschen schwieriger, weil der hat ja wirklich ein bisschen drauf losgehämmert hier. Unser Herr Edward Kenway. Pirat und Freimannsbeuter in der Nation. Der Nation, nicht in der Nation. Sorry für den Versprecher, aber man verspricht sich ja ziemlich oft und viel hier. Was? Emino Chubini? Sorry, aber ich würde sehr, sehr, sehr gerne die Sprache verstehen. Was die Herren und die Damen hier reden. Also, offensichtlich ja nur Herren hier in der Anstalt. Aber es ist ja so ziemlich schön, wieder neue Sprachen zu lernen. Das ist ja wirklich genial und schön. Wird das Suchgebiet eingegrenzt oder wie? Zack. Können wir nicht Kokosnüsse schlürfen? Och, ich möchte doch gerne Kokosnüsse schlürfen. Oh, das wäre so schön. Okay, hier rüber. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Genau. Lululululu. Wir haben, glaube ich, nur noch jemanden da vorne.
den letzten verbleibenden Dschungel sichern. Und sonst ist alles von der Welt eingenommen worden. In dieser, ja, in dieser Welt sozusagen, in Assassin's Creed Welt. Ich hoffe nicht. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Ach du Scheiße. Hier haben die Leute regelrecht ja gemordet. Also wie wir jetzt aber wahrscheinlich mit einem anderen Indiz oder anderen Vorwurf. Oder sie haben eine Beschuldigung, sie haben einen nicht Gegenwand, sie haben einen Vorwand für die Videos, oder, was sag ich schon, die Videos, die Leute zu töten. So wollte ich das sagen, genau. Wie kommen denn hier hoch? Ach so, da haben wir auch noch Freunde. Gar nicht gesehen. Wie geht's noch weiter? Dachte, das wäre hier zu Ende, aber nein, gut. Ihr was dazugelernt? Ja, da rennt der Herr einfach wieder durch Querbeet. Ich dachte, die wären alle tot. So, lalalalalala. Ich würde mich so gerne... Also, wenn ich jetzt wirklich da wäre. Ich würde nie und nimmer mit denen kämpfen. Nie und nimmer. Könnt ihr gerade vergessen. Ich würde da schön behutsam vorgehen und ja, mit denen Kontakt knüpfen, so gesehen. Ja, auch mal ganz schön. Kommen wir weiter hier auf dem Beach. Ich frage mich, wie es hier weitergeht. Müssen wir da irgendwie hier einfach den Weg entlang? Ach, süß, Tafel. Oh. Kommen wir da vielleicht von dem Baum her nach oben? Nein, okay. Sieht eher rechts als schlecht aus. Wir gehen einfach mal den Weg hier weiter. Ist ja nichts Verwerfliches. Bin ich doof? Ach, ja, ich bin da wirklich so doof. Falscher Weg. Okay, gut. Nase. Irgendwie geht's hier weiter, oder was? Hä? Wo müssen wir hier hoch? Also jetzt bin ich wirklich gerade... Ich glaube, ich bin doof. Ich bin, glaube ich, wirklich doof. Hä? Ich bin da nach oben. Nicht unten durch. Okay, das geht nicht. Schade aber auch. Kurz springen. So. Irgendwo ist Gemüse. Nein. Hä? Guck mal, besichtigen mal. Ach so. Hallo, die Herren. Oh. Müssen wir. Wir müssen noch viel weiter nach oben. Ich weiß gerade echt nicht, wodurch. Also, sorry, aber... Das soll doch... Wenn es hier einen Vorsprung hat, das soll man auch hier hochkommen, oder bin ich ganz doof? Hä? Wir müssen ja irgendwie da rüber. Von da sind wir gekommen.
Nein, du sollst darüber. Sorry, aber gerade irgendwie ist da hier bei mir fertig mit der Idee, wie man da rüberkommt. Nein, ich wollte da. Oh. Oder geht's hier? Bin ich so doof und. Geht's hier wirklich weiter? Hier waren wir noch nicht. Okay, Freunde, offiziell, ich bin doof. Ach, das ist irgendwie ein Blätterhaufen. Ich dachte schon, als wäre was ganz Komisches. Ein Affe, glaube ich. Ja. Ein Äffchen klein. Tralalalalalala. Eigentlich müssen wir zuerst den Herren da oben ummieten. Nur mal so am Rande erwähnt. Okay, nee, das geht nicht. Nein! Okay, wenn er da gerade rennt, dann ist es ja auch. Hoppa! Ach, der Kerl kommt gut runter. Ist ja angenehm. Ist wirklich angenehm. Und die Eingeborenen hier haben so viele Leute oder ein Decker so gesehen getötet. Die wollten einfach ihr Reich verteidigen. Ist ja logisch, wenn du irgendwo wohnst und jemand in dein Reich kommt, dann wirst du ja auch, dass der Herr oder die Dame weggeht. Nix. Vielleicht gehen wir da mal kurz hoch, wenn das möglich ist. Hä? Von wo? Aha! Da versteckt sich das kleine Rackerchen. Oh, Roberts folgen. Okay, wir sind ja vor. Das Observatorium? All das? Beinahe heiliger Ort. Es erfordert nur einen Tropfen meines Blutes. Deines Blutes. Oh. Na gut. Der war weiter. Hoffe, der hat auch recht. Da geht's rein. Wie geht's denn da rein? Wird das nur geöffnet, wenn der Herr sein Blut da verströmt? Oder wie ist das genau? Ach. Schon offen oder wie? Und die Tür geht auf. Kackert Robert! Bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Ich bin mir da nicht so sicher. Was hat er? Wieso? Warum? Wieso? Oh. Aber... Wieso hat er einfach die Leute getötet? Die sind ja... Okay, weil wenn jemand einen Schatz vergraben hat, früher haben sie ja alle Löcher gebuddelt oder ein Loch gebuddelt, haben sie den Schatz versteckt und der Captain hat jeden einzelnen umgenietet, damit niemand den Schatz wieder heben kann, außer er selbst. Ist zwar eine doofe Sache, aber hey, was will man mehr haben? Keine Kumpels mehr. Okay, gut. Und der Herr winkt ja auch schon. Ja, die Episode ist vorbei, meine Freunde, und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich geht's morgen wieder weiter mit dem Herr Roberts. Tschüss, das war's.